Ich begrüße euch zu einem neuen Rätsel. In diesem Rätsel spielt eine Kugel eine ganz besondere Rolle. Aber nicht irgendeine Kugel, sondern die Erde. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier unsere Erde. In der Realität ist die Erde natürlich keine exakte Kugel, sondern mehr eine Kartoffel. Aber bei solchen Rätseln stellen wir uns das natürlich alles immer sehr idealisiert vor. Also haben wir hier eine perfekte Kugelerde. Und um unsere Kugelerde wird jetzt eine Schnur herumgelegt. Und diese Schnur schmiegt sich auch perfekt an unsere Kugel an. So. Ja, perfekt. Und unsere Kugel, also die Erde, hat einen Durchmesser von 6370 Kilometer. Und die Frage ist jetzt, was passiert, wenn ich unsere Schnur um einen Meter verlängere? Das heißt, ich schneide an irgendeiner Stelle auf. Das würde ich jetzt auch hier mal tun. So, einmal hier rüber und dann schneiden wir hier ein Stück raus und verlängern diese Schnur um einen Meter. Ja. Jetzt ziehen wir an allen Seiten von unserer Schnur und dann ergibt sich ein neues Bild. Das können wir uns so vorstellen. Also wir haben jetzt einen gewissen Abstand zu unserer Kugel, da die Schnur länger ist und vorher hat sie sich perfekt angeschmiegt. Ja, und die Frage ist jetzt, wie groß ist der Abstand zur Erdoberfläche? Das ist die große Rätselfrage. Passt da eine Ameise unten drunter durch, vielleicht sogar eine Maus? Ja, wem dieses Rätsel zu leicht ist, obwohl ich das schon... Ja, es ist machbar. So, wenn dieses Rätsel zu leicht ist, dann gibt es noch eine schwere Variante. Und zwar, wenn unsere Schnur die ganze Zeit aufliegt und man nur an einer Stelle diese Schnur nach oben zieht. Und dann ist die Frage, wie groß ist jetzt hier der Abstand? Also auch wieder ein Abstand d. Und wie groß ist der Abstand, bis das Seil oder die Schnur wieder aufliegt? Ich wünsche euch bei beiden Varianten viel Spaß beim Rätseln. Die eine ist machbar, die andere schon etwas schwieriger. Ja, viel Spaß damit und ich hoffe, ihr hört mich bald wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.